Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Wie weit weg muss eine Tiefkühlpizza von einer Atombombe platziert sein, damit sie so richtig schmackhaft wird? Das kann man... Wie kommt man auf so eine Idee, Alter? Kann er so schwierig beantworten. Nehmen wir mal die Zarbombe, den heftigsten Böller, den die Menschheit je gebaut hat. Mit einer Sprengkraft von 50 Megatonnen TNT, also 50 Millionen Tonnen Sprengstoff, war der Bums so gewaltig, dass man das Licht der Explosion noch aus 1000 Kilometern Entfernung sehen konnte. Fensterscheiben bei einem Dorf 780 Kilometer weit weg zersprangen und die Druckwelle dreimal um den Erdball ging. Ich meine, stell dir mal vor, irgendjemand in den Alpen zündet so eine Scheiße. Wurde die wirklich getestet? Irgendwie oder so? Wieso darf man sowas? Scheiße. Und in Hamburg springen dabei die Fenster raus. Wo genau es nun wie heiß gewesen ist, lässt sich tatsächlich eher schwierig beantworten. Der 8 Kilometer dicke Feuerball hatte vermutlich eine Temperatur von 100 Millionen Grad Celsius bei einer Entfernung... Die Frage ist, wo willst du sowas testen? Von 100 Kilometern waren Verbrennungen dritten Grades möglich und bei ca. 300 Kilometern war die Hitze immer noch spürbar. Eine Tiefkühlpizza chockgesell zu backen erfordert... Kann so eine Atombombe eigentlich im Weltraum explodieren? Etwas Zeit bei einer konstant richtigen Temperatur. Es würde nichts bringen, sie irgendwo vor einer nuklearen Detonation zu platzieren, da die Hitze bei sowas nicht allzu lange anhält. Zu weit weg und die Pizza wird nur warm. Zu nah dran und sie würde schlicht in Flammen aufgehen. Wie weit weg muss denn... Naja, dann hast du keine Pizza mehr, dann hast du regelrecht einen Flammenkuchen. Alter, wird das geiles Wetter heute. Da muss ich einfach... Yo, Bro, was machst du heute? Bis jetzt nicht viel, aber bei dem Wetter muss man einfach rausgehen. Safe, wir können an den See fahren oder so. Hammeridee. Und vorher... Holen wir uns noch ein Eis. Das klingt nach einem Plan. Ich bin gleich da. Versus es kommt mal drauf an, wie warm es draußen ist. Ich habe nicht festgestellt, dass viele Eisdielen ihr Thermostat ein bisschen runtergedreht haben, damit sie nicht so viel Strom verbrauchen, wahrscheinlich nicht so viel Stromkosten haben, vielleicht nichts sagen, ich weiß es nicht. Aber das Eis ist halt schon manchmal extrem weich und das ist nervig. Gamer im Sommer. Boah, wird das warm heute. Ich frag mal, was er so macht. Yo, Bro, was machst du heute? Bis jetzt nicht viel. Aber man könnte rausgehen. Yep, und wir könnten an den See fahren oder so. Yep. Oder auch ein Eis essen. Ja, ja. Ja, das wäre schon was. Ja, ja, ja. Oder wir zocken einfach. In 20 Minuten im Discord? Ich schaff's auch in 10. Ich schaff's auch in 10. Es bringt auch nichts, wenn er es in 20 Minuten kann. Ja, ja. Oh. Na gut, dass du eine Klimaanlage hast, aber ich frisst auch viel Strom, Mann. So, was bringt sie denn heute Morgen schon in die Notaufnahme? So, mein kleiner Lümmelpirat, ich hab's dir angedroht und jetzt... Mein kleiner Lümmelpirat. Oh nein! Wirst du mit den Konsequenzen leben? Mama, bitte, das ist total peinlich. Darf ich mich einmal einmischen und fragen, was... Keiner redet mir in meine Erziehung rein, wenn ich meinen kleinen Giacomo Mars regel. Haben wir uns da verstanden? Aber ich wollte doch nur kurz... So, Giacomo, du erzählst dem Pfleger Giacomo. Jetzt, was du mit deinem Gemächt fabriziert hast. Oh, ich hab Angst. Mensch? Mama, ich bin 16. Ich darf doch wohl schon Sex haben. Wenn ich das hier richtig verstehe, hatte ihr Sohn also Geschlechtsverkehr mit seiner Freundin. Aber wo ist jetzt genau das Problem? Er hat sein Prachtexemplar ohne Güllehülle verwendet. Und er kannte die Frau. Ohne Gülle. Ey, was geht hier ab, Alter? Und ich mal. Bitte, was ist eine Güllehülle? Oh. Gammelbeutel, Lümmeltüte, Soßenbinder. Oh, Mama. Soßenbinder? Ey, Alter, ich hab langsam Angst. Ja, und jetzt will ich, dass wir ihn auf alles Ekelige dieser Welt testen lassen. Können Sie mal draußen warten? Das will ich gerne mit Ihrem Sohn alleine klären. Mann, meine Mutter übertreibt voll. Verhütung ist nicht nur wichtig, damit deine Freundin nicht schwanger wird, sondern auch damit du dich vor... Was ist, wenn sie schwanger werden will? Wenn sie beide will, dass sie schwanger werden? Sexuell übertragbaren Erkrankungen schützt. HIV? Ja, zum Beispiel. Aber da gibt es noch deutlich mehr. Chlamydien, Gonorrhoe, Intimherpes. Darüber habe ich noch nie so wirklich nachgedacht. Wenn du die Person nicht kennst, dann bitte nur mit Kondom. So, was bringt sie denn... Aber was ist, wenn du die Person kennst und das genauso ist? Okay, ja, er hat ja eigentlich definitiv vollkommen recht, Mann. Willst ja auch nicht einfach von irgendeinem Fremden, den du gerade einmal gesehen hast, dann sofort ein Kind haben. Wirst du auch noch eine Runde? Ja klar, let's go. Oh nein. Was ist? Mein WLAN geht durch. WLAN-Sperren. Aber wir sind gerade in eine neue Runde rein. Ich weiß, das ist halt diese Kindersicherung. Schönes Regal, aber warum so leer? Von meiner Mom. Unser Rank steht auf dem Spiel. Ich regel das. Was meinst du? Was passiert mit meinem PC? So, ich habe die Kindersicherung für immer entfernt. Oha, danke. Dann können wir jetzt so viel zocken, wie wir... Hallo? Oh oh. Meine Mom hat einfach den Stecker gezogen. Ja. Diese Casuals. Dagegen noch kann er dann auch nichts machen. Das ist gut. Oh, neue Schule, neues Glück. Ui, welche Prüfung meines Lebens ist das schon wieder? 18? Ihr seid die 18? Ja? Leco Mio, ihr schaut aus wie 20. Von was ernährt ihr euch? Uranium? Schaut aus wie bei der Ausländerbehörde. Gibt's hier auch einen Deutschen? Warte doch da, Junge. Ja, du? Hier, bitte vor mich setzen. Wir zwei müssen zusammenhalten.
Ja, ist ja der eine wie der andere aussieht, ne? Ja, ist so. Meine vorherige Klasse sah aus wie Tom Holland, ihr schaut aus wie Thank You Next. Mein erster Gedanke, als ich euch gesehen habe, war Job kündigen. Klassenbuch habt ihr auch, mal sehen den. Deswegen gibt's keine Lehrer mehr. Da alles haben. Bestes Klassenbuch. Was sind denn das für exotische Namen? Diese Buchstaben gibt's doch nicht mal bei uns im Alphabet. Chakalaka Chakaluka, ist das irgendwie so ein Zauberspruch? Du bist das? Ich dachte, du wärst Deutscher. Die nennen dich du Deutscher hier, weil du immer deine Hausaufgaben machst. Das machen ja nicht immer wirklich die Deutschen, Mann. Toll, 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 toll. Schön ist es hier. Oh, das Schule. War gut. Die nennt dich den Deutschen, weil du deine Hausaufgaben immer machst. Hey, ihr, ich hab euch nicht auf meiner Liste. Wer seid ihr? Mein Name, Kunibert Arschgesicht. Nein, ich hab's. Der mächtigste Held aller Zeiten. Ja, so heißt schon wieder so einer mit so einem komischen Namen. Naja, sag mal, warum hat denn der eine Tüte auf dem Kopf? Der hat seinen Charakter noch nicht erstellt. Aber wir werden gleich sehen, wie er aussieht. Ach so, ja, das macht irgendwie Sinn. So, jetzt wo wir euren komischen Namen haben, woher kommt ihr denn? Sag mal, warum fuchtelt der denn jetzt in der Luft rum? Jetzt erstellt er seinen Charakter. Gleich haben wir Klarheit. So, bin fertig. Hallo. So sieht hier also aus. Schön. Ja. Oh mein Gott. Willkommen im Spiel, denke ich. Hey. Das ist aber wirklich bei fast jedem Spiel, wo du das machen kannst, ne? Außer wo das Spiel direkt so startet, dass du gleich deinen Spieler erstellen darfst und dann geht's direkt los. Was ich allerdings immer hasse bei Spielen ist, wenn du ein stummer Held bist. Drei Fakten über Kfz-Kennzeichen. Ja, ich weiß. Der Wahnsinn! Die allerersten Kennzeichen gab es in Deutschland nicht an Autos, sondern an Fahrrädern. Zum Ende des 19. Jahrhunderts wurde so dermaßen viel Fahrerflucht bei Fahrradfahrern gemeldet, dass die Behörden da keinen Bock mehr drauf hatten und alle Fahrradfahrer zu Kennzeichen verdonnert haben. Bei uns gibt es rund 800 verschiedene Regionalkürzel. Auch X und Y, die aber ausschließlich der NATO und der Bundeswehr zugewiesen sind. Und wenn ich in meinen Videos mein Auto zeige und dieses Kennzeichen hier einblende, dann gibt es einige, die immer noch sehr smart sind und einen auf Was ist das für Sass? Kennzeichen machen! Ohne zu peilen, dass das für Hamburg steht. Da wohne ich, da komme ich her. Was ist denn los bei euch? Zweitgrößte Stadt Deutschlands und die Leute denken nur an das eine. Aber da mein Fifi jetzt ein gurkistanisches Kennzeichen hat, ist es auch wieder Latte. Grüße gehen raus. Drei Fakten. Ich will auch so ein gurkistanisches Kennzeichen, ja Mann. Boah, das war echt lecker, ne? Aber ich kann nicht mehr. Ja, mein Jong hier, aber den Teller isst du noch leer, ne? Sonst gibt es morgen Shitwetter. Was hat denn das mit dem Wetter zu tun, wenn ich meinen Teller nicht aufesse? Nein, Shitwetter. Ja, ich verstehe. Ja, dadurch ist das entstanden, ne? Durch die Aussprache. Durch die falsche, weiß nicht, Übersetzung oder wie nennt man das, ich weiß nicht. Dass das heißt, es gibt morgen schlechtes Wetter, wenn du nicht auf ist. Dabei soll das heißen, sonst gibt's morgen den Shit wieder. Also den Scheiß gibt's morgen wieder, wenn es nicht auf ist. Ich verstehe das Sprichwort nicht. Warum gibt das Shitwetter, wenn ich meinen Teller nicht auf esse? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Mignon. Meine Mama hat das früher auch immer gesagt. Warum erzählt man sowas Kindern? Das stimmt doch einfach nicht. Meine hat es aber auch immer so gesagt. Ich meine, wir leben in Hamburg, Mann. Das ist die Hauptstadt des Shitwetters. Hier ist immer Shitwetter. Kann ich meinen Teller noch so oft aufessen? Ey, ich habe so viel gekocht für uns beide. Wenn du das nicht auf isst, dann giftet morgen den Shit wieder. Ah, du bist ja doch ganz pleatsch in der Birne. Ja gut, aber letztendlich macht das doch keinen Unterschied. Ich meine, boah, das war echt lecker, ne? Aber ich kann nicht. Geiler Loop. Du weißt schon, dass ich nicht nass werden darf, oder? Hey, wie, du darfst nicht nass werden, wenn du in der Wasserschlacht... Wenn man mit dem Kind spielt, das angeblich nicht nass werden darf. Ey, das kenn ich so, Alter. Junge, ich hatte tatsächlich auch... Vor allem, wenn ich einen Kumpel hatte, oder ja, hatte, ich weiß nicht, ob es den heute überhaupt noch gibt, der so sagt, lass uns Wasserschlacht mit Wasserpistolen machen. Schießt du auf den? Ja, ich darf aber nicht nass werden. Ich so, wieso willst du mit uns denn Wasserschlacht machen, Alter? Kollege, weil du darfst nicht nass werden. Ja, dann kannst du halt nicht mitspielen. Ja, vor allem, wenn er sich das Spiel ausgesucht hat. Du weißt schon, dass ich nicht nass werden darf, oder? Du darfst nicht nass werden. Ach so, es loopt. Boah, ihr schneit ins Brot mit dem Schwert, Alter. Oh. Yo, beste Burger ever, Alter. Nichts drauf, kein Käse, kein Salat, keine Soße, nichts. Nicht meine Gurke. Die will auch was von ihren Artgenossen. Ich sag's doch! Ich lag voll richtig! Okay, das waren wieder mal echt coole Shorts. Ich hoffe, die haben mich so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.